Herzlich willkommen zum Sicherheitsinterview der Woche. Heute mit Herr Eckhard Jahn, Flugkapitän, aber auch Sicherheitsberater. Was, Herr Jahn, können wir von der Flugsicherheit für Unternehmen im Bereich Sicherheit lernen? Ja, die Flugsicherheit ist multidimensional. Es gibt ganz viele Beteiligte, die daran engagiert sind, um Flüge sicher von A nach B durchführen zu können. Multidimensional, das heißt Flugsicherung, Fluggesellschaften, Hersteller, Luftfahrtbehörden etc. Was wichtig dabei ist, und das ist immer die Message, die ich versuche rüberzubringen, der Unfall als solches ist nicht ausgelöst durch eine einzelne Ursache, sondern meistens das Resultat einer Fehlerkette. Das Ende der Fehlerkette. Und wichtig dabei ist, nicht nur bei einer Analyse von solchen Unfällen oder Vorfällen, sich das Ende anzuschauen, sondern danach zu suchen, wo ist der Fehler 1? Wo beginnt die Fehlerkette? Wie kriegen die Unternehmen im Bereich Prozesse eine solche Visibilität hin? Durch eine vernünftige Analyse. Es gibt dort in der Luftfahrt Tools, die man verwenden kann. Analyse-Tools, das fängt damit an, dass man natürlich die Betroffenen fragt. Das geht auch dann weiter, dass man insbesondere vernünftige Fehlermeldesysteme etabliert im Unternehmen, die auf Vertrauensbasis funktionieren, dass sie jemanden haben, dem sie sich anvertrauen können, im wahrsten Sinne des Wortes, wie eine Art Beichtvater, dass sie einfach sagen, Mensch, ja, mir ist Folgendes passiert. Und Sie brauchen einfach jemanden, der diese Funktion übernimmt. Dann bekommen Sie genug Hintergrundinformationen, um dort eine saubere Analyse durchführen zu können. Der zweite Aspekt, der da ganz wichtig dabei auch mit eine Rolle spielt für die Beteiligten, die sind dankbar, wenn sie jemanden haben, mit dem sie reden können, wo sie einfach Last loswerden können. Keiner ist glücklich damit, einen Fehler gemacht zu haben. Und wenn man jemanden hat, dem man sich anvertrauen kann, offen darüber sprechen kann, dann hilft es dem auch auf einer psychologischen Ebene zu sagen, Mensch, stimmt, ja, gut, dass ich endlich mal jemanden hatte, der mir zuhört. Aber parallel dazu hilft man gleich noch dem Unternehmen dabei, sauber zu erkennen, wo beginnt eigentlich die Fehlerkette, was waren die Faktoren, die dazu beigetragen haben und kann das Unternehmen daraus lernen, um ultimativ den Unfall, das schwere Unglück oder die Todesfolge dann im Prinzip zu verhindern. Aus meiner Sicht bedeutet das aber gerade auch für Unternehmen, eine Fehlerkultur zu implementieren. Das heißt, man darf keine Angst haben, Fehler zuzugeben. Genau, Fehlerkultur gleich Sicherheitskultur. Und das ist der wesentliche Aspekt dabei, wo Sie einfach jemanden wie eine Vertrauensperson brauchen. Eine Beichtvaterfunktion, Beichtmutterfunktion auch, funktioniert beides gut, die zuhört. Die zuhört, die aber auch weiß, wonach muss ich eigentlich gucken und wie muss ich fragen? Wie muss ich jemanden fragen und welche Aspekte spielen dabei eine Rolle, um genau dann diese Fehlerkette bis zum Ende, bis zum Anfang muss ich sagen eigentlich, bis zum Fehler 1 analysieren zu können, um dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir haben das oft erlebt, auch in Krankenhäusern beispielsweise, mit denen ich arbeite, dass man immer nur an das Ende der Fehlerkette guckt und dann die arme Kollegin, Pflegekraft hat versehentlich das falsche Medikament verabreicht. Und dann heißt es, das nächste Mal muss sie besser hingucken. Das ist natürlich wenig hilfreich, weil keiner geht her und sagt, ach, nehme ich jetzt irgendein Medikament, bloß, ne, davon haben wir noch genug, denn das muss ja sowieso weg. Das ist ja Quatsch. Das macht ja keiner den Fehler absichtlich. Keiner geht morgens her und sagt, ich will jetzt mal irgendwas Schlimmes machen, sondern jeder hat den Anspruch an sich selber, wir beide ja genauso, dass wir hergehen und den Job, den wir machen, so gut wie möglich durchführen wollen. Also gibt es Ursachen dafür, die dazu geführt haben, dass wir den Fehler gemacht haben. Und das braucht man dafür, solche Tools, solche Analyse-Tools, um das genau analysieren zu können. Und dann hat man nachher die Möglichkeit, den Fehler 1 zu finden und dann effektiv Vorbereitungen zu treffen, quasi diese Löcher in den Sicherheitsnetzen zu erkennen, um sicherzustellen, dass die Fehlerkette sich nicht fortsetzt. Und da reichen Sie viel, viel mehr, als nur den armen Leuten ganz am Ende der Fehlerkette, Last Line of Defense, ist auch ein Begriff, Last Line of Defense, den auf den Finger zu hauen und zu sagen, mach das nicht nochmal. Okay, wenn ich das jetzt so überlege, ist es wahrscheinlich doch eher erstmal reaktiv. Aber wie kann man präventiv solche Prozesse für Unternehmen aufsetzen? Präventiv funktioniert das genauso gut. Sie müssen nur die Überzeugung in die Unternehmen reinbringen, dass selbst die niederschwelligen Fehler schon gemeldet werden können. Wenn Sie immer noch darauf warten, dass der Unfall passiert und dann mit der Analyse anfangen, dann ist es zu spät. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. So lange will man ja gar nicht warten. Und wenn Sie aber frühzeitig anfangen, frühzeitig diese, wir nennen das die beobachtbaren Arbeitsfehler, die kleinen Kleinigkeiten,
diese kleinen Fehler, die täglich passieren, wenn Sie die erfassen können mit anonymen Fehlermeldesystemen, dann haben Sie die beste Grundlage dafür, um sauber diese Analyse durchzuführen und tatsächlich präventiv den Unfall zu verhindern. Herzlichen Dank, Herr Jan, für diesen sehr interessanten Einblick. Auf der einen Seite Flugsicherheit, auf der anderen Seite Unternehmenssicherheit. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben viel gelernt und wir sehen uns zum nächsten Sicherheitsinterview der Woche.